Du willst eine Projektarbeit schreiben, aber in deinem Kopf schwirren gefühlt 1 Million unbeantwortete Fragen umher. Keine Sorge, wir machen das schon. Das Projektarbeitsschreiben steht in vielen Studiengängen mit praktischem Bezug, Weiterbildungsprogrammen oder manchmal sogar in der Schule an der Tagesordnung. Egal mit welchem Hintergrund du an deine persönliche Projektarbeit herantrittst, die Grundprinzipien für Erfolg sind immer gleich. Aus diesem Grund möchte ich dir in diesem Video 7 Erfolgsgeheimnisse prächtiger Projektarbeiten verraten. Außerdem klären wir die Frage, wie sich eine Projektarbeit von herkömmlichen Hausarbeiten unterscheidet und wie du Schritt für Schritt zur Tat schreiten kannst, um noch eine bessere Note zu ergattern als die, die du dir zum Ziel gesetzt hast. Und damit herzlich willkommen bei Schreib! Bevor wir starten, abonniere unbedingt noch schnell meinen Kanal, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst und wir dein Studium gemeinsam auf das nächste Level heben können. Außerdem möchte ich mich herzlich bei Scribber dafür bedanken, das heutige Video unterstützt zu haben. Bist du auf der Suche nach einem professionellen Lektorat oder einer Plagiatsprüfung für deine wissenschaftliche Arbeit, dann kann ich dir das Team von Scribber absolut ans Herz legen. Schau einfach mal auf scribber.de vorbei und schreibe mir eine kurze Mail an info@schreib.de für einen exklusiven Gutscheincode. Erfolgsgeheimnis 1. Verstehe das Format des Projektarbeitsschreibens. Im Vergleich zu herkömmlichen Hausarbeiten gibt es ein paar Besonderheiten, auf die du achten musst, wenn du beim Projektarbeitsschreiben auf eine Bestnote aus bist. Zunächst einmal beruht die Prüfungsleistung nicht nur auf einem schriftlichen Teil, sondern wird durch eine Präsentation ergänzt. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass eine Projektarbeit eine wissenschaftliche Arbeit mit praktischem Hintergrund ist. Eine Projektarbeit, die einen hohen praktischen Anteil umfasst, ist also eher für eine Bestnote qualifiziert als eine weniger praktisch veranlagte Projektarbeit. Aber was heißt das überhaupt? Um ein praktisches Problem zu lösen, reicht es meist nicht, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Deshalb solltest du in deiner Projektarbeit beweisen, dass du in der Lage bist, die Dinge in die Hand zu nehmen. Das können je nach Studiengang oder Forschungsrichtung ganz verschiedene Dinge sein. Einen Prototypen bauen, etwas Code schreiben, eine Software modellieren, zum Beispiel Apps oder VR-Anwendungen, Filme oder Videos drehen, ein Konzept entwickeln oder irgendwas mit echten Leuten testen. Ein weiterer Beweis für die Praxisnähe deiner Projektarbeit könnte es sein, sich in Tools einzuarbeiten, die in der Praxis oft verwendet werden. Damit meine ich in erster Linie Software, aber es kann auch etwas anderes sein. Frag dich einfach mal, welche Werkzeuge der typischste Beruf, der aus deinem Studiengang hervorgeht, verwendet. Zuletzt gibt uns der Begriff Projektarbeit den Hinweis, dass beim Projektarbeitsschreiben noch andere Homo sapiens involviert sind und es sich um eine Gruppenaufgabe handeln könnte. Anders als bei der Hausarbeit, die du in deinem Schneckenhaus schreiben darfst. Wenn du dieses Alleinstellungsmerkmal einer Projektarbeit verstanden hast, kannst du es dir zunutze machen. Und ich zeige dir, wie. Erfolgsgeheimnis 2. Werde Projektmanagerin. Ob du allein arbeitest oder in der Gruppe, dieser Tipp gilt für beide Fälle. Du musst zum Projektmanager werden. Denn die Projektarbeit dreht sich nicht nur um ein Projekt, sie ist das Projekt. So viel Projekt verlangt nach Management. Solche Techniken gibt es wie Sand am Meer. Welche für dich die richtige ist, kommt auf die Art deines Projektes an. Für die Durchführung deiner Projektarbeit möchte ich dir 2 ganz simple Schritte empfehlen. Erstens, schaffe Meilensteine und Arbeitspakete. Teile zuerst dein Projekt in 5 bis 7 Meilensteine ein. Hast du alle erreicht, ist das Projekt abgeschlossen. Diese haben immer eine zeitliche Dimension, also bis wann sie erreicht sein sollten. Beispiele dafür könnten so aussehen. Erstens, Definition der Problemstellung, Woche 1. Zweitens, Literaturrecherche, Woche 2. Drittens, Verschriftlichung des Literaturteils, Woche 4. Viertens, Mockup der App, Woche 6. Fünftens, Komplettierung der schriftlichen Projektarbeit, Woche 8. Sechstens, Präsentation, Woche 10. Innerhalb dieser Meilensteine kannst du noch granularer vorgehen und Arbeitspakete schnüren. Um Meilenstein 1 zu erreichen, könnten folgende Arbeitspakete nützlich sein. Akquise von Praktikern. 10 E-Mails an geeignete Praktikerinnen senden und davon 3 Telefontermine ausmachen. Brainstorming Session. Ergebnisse der Telefongespräche diskutieren und Mindmaps erstellen. Problemstellung schriftlich festhalten.
Entwurf der Einleitung inklusive Problemstellung anfertigen. Zweitens, verteile Rollen mit Verantwortlichkeiten und Aufgaben mit Deadlines. Spielt sich deine Projektarbeit in einer Gruppe ab, ist sorgfältiges Projektmanagement noch wichtiger. Diese Schritte helfen euch. Legt zu Beginn des Projekts eine klare Rollenverteilung an. Wer übernimmt welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten? Ist der Workload gleichmäßig unter euch verteilt? Wann muss wer welches Arbeitspaket abliefern? Die größte Gefahr einer Gruppe ist das Social Loafing. Das bedeutet so viel wie das Faulenzen, wenn man sich als Teil einer Gruppe wahrnimmt. Googelt mal den Begriff und ergreift entsprechende Gegenmaßnahmen. Erfolgsgeheimnis 3. Entwickle eine echte Problemstellung. Wie wir bereits gelernt haben, ist das zu untersuchende Problem aus der Praxis motiviert. An dieser Stelle machen die meisten schon den ersten Fehler. Denn sich in die Recherche zu stürzen und wissenschaftliche Quellen auf der Suche nach einem praktischen Problem zu wälzen, führt einen in die Irre. Die Lösung liegt auf der Hand und wird doch so oft übergangen. Sprich mit einem Praktiker. Oder natürlich einer Praktikerin. Egal ob in der Familie, dem erweiterten Bekanntenkreis, Kontakte in der Uni oder ganz stumpfes Anschreiben per Mail. Die wirklich spannenden Problemstellungen erfährst du nur, wenn du den Uni-Kosmos verlässt und in der echten Welt nachfragst. Sehr geehrter Herr Zuckerberg, was haben Sie denn so für Probleme? Well, my dear, a whole lot. Habt ihr mehrere Praktiker befragt, dann untersucht deren Antworten nach Mustern und legt euch auf ein Problem fest, das den eurer Meinung nach originellsten Spin an sich hat und dessen Lösung für den größtmöglichen Mehrwert sorgt. Erfolgsgeheimnis 4. Teste deine Struktur mit Feedback Loops. Zu deiner Projektarbeit gehört selbstverständlich auch eine robuste Gliederung. Im Grunde unterscheidet sie sich nicht sonderlich von einer andersartigen wissenschaftlichen Arbeit. Besonderes Augenmerk jedoch sollte auf der Problemstellung liegen, die in der Einleitung abgehandelt wird. Darüber hinaus ist der Methodenteil dazu da, euer praktisches Vorgehen kleinschrittig und im Detail zu beschreiben. Letztlich könnt ihr den praktischen Implikationen eures Projekts ein eigenes Kapitel widmen. Die Gliederung einer Projektarbeit könnte also so aussehen. Erstens Einleitung, zweitens der aktuelle Forschungsstand, untergliedert in Unterthema A und Unterthema B, drittens eine methodische Beschreibung, viertens die Beschreibung der Durchführung und der Report der Ergebnisse, fünftens eine Diskussion dessen, sechstens praktische Implikationen und siebtens Fazit. Beachtet bitte auch genau die Aufgabenstellung. Manchmal sind Anforderungen zur Struktur genau vorgegeben. Dann müsst ihr euch natürlich eng daran halten. Mit Feedback Loops meine ich die Kommunikation mit den betreuenden Personen. Nutzt Seminare, Sprechstunden und E-Mails, um auf dreierlei Wegen so viel Feedback wie möglich zu bekommen. Erfolgsgeheimnis 5. Baue Karrierekapital auf. Eine Projektarbeit zu schreiben heißt nicht nur schnell damit durch zu sein, sondern auch sich selbst weiterzuentwickeln. Nutz deshalb die Chance, dich endlich in dieses eine Programm einzuarbeiten. Oder aber dich endlich in dieses eine Thema einzulesen. Eine Projektarbeit ist eine fantastische Möglichkeit, sich eine Sache anzueignen, die Professor und Autor Cal Newport als Career Capital bezeichnet. In seinem Buch So Good They Can't Ignore You bezeichnet er den Aufbau dieses Kapitals als den wichtigsten Faktor für deine berufliche Laufbahn. Den Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Stell dir einmal Folgendes vor. Anna und Jan studieren beide BWL. Jan hängt ziemlich viel auf Sportlerpartys rum und meidet die schwierigen Fächer. Datenbanken oder Grundlagen der Informatik? Nee, lass mal. Er mogelt sich so durch den Weg des geringsten Widerstands und schließt sein Studium mit einer 2,4 ab. Anna hingegen hat echtes Interesse, ihre Fähigkeiten im Studium zu verbessern. Aus Gesprächen mit einem Mentor weiß sie, dass Programmiersprachen für Datenbanken und Expertise in Data Science immer mehr gefragt sind. Sie wählt anders als die meisten ihrer Kommilitonen die schwierigen Fächer. Die älteren Studis aus der Fachschaft raten ihr davon ab, weil die Klausuren echt mega schwierig seien. Dennoch zieht sie durch und lernt nun Datenbanken zu programmieren. In ihrer Freizeit macht sie außerdem Kurse in Adobe-Programmen und schaut jede Woche eine Stunde YouTube-Tutorials dazu. Im Nachhinein sollten die Fachschaftler recht behalten.
In der Informatik erzielt sie zweimal nur eine 3,0. Ihr Studium schließt sie mit einer 2,7 ab. Auf dem Papier hat also Jan gewonnen. Aber was glaubst du? Wer hat mehr Career Capital? Jan oder Anna? Erfolgsgeheimnis 6. Arbeite wirklich wissenschaftlich. Eine Projektarbeit im Studium ist so etwas wie eine Generalprobe für die Abschlussarbeit. Besonders in praxisnahen Studiengängen werden wenige wissenschaftliche Arbeiten auf dem Weg zur Abschlussarbeit geschrieben. Deshalb ist es hier umso wichtiger, die Projektarbeit für diesen Zweck zu nutzen. Eigne dir die Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens an. Du wirst sie noch brauchen. Mein YouTube-Kanal ist dafür eine gute erste Anlaufstelle. Schau dich trotzdem auch an deiner Uni um. Kurse zum wissenschaftlichen Arbeiten sind meistens keine Pflicht und ziemlich unsexy. Stell dir aber mal vor, welchen Wissensvorsprung du erlangen könntest, wenn du sie wahrnimmst. Du kannst noch so talentiert auf deinem Gebiet sein. Wenn du nicht weißt, wie du deinem Genie ein Vehikel verleihst, wirst du dein Talent nicht in Noten ummünzen können. Erfolgsgeheimnis 7. Beseitige die letzten Zweifel mit der Präsentation. Zum Abschluss hast du mit einer Präsentation noch einmal die Chance, den Unterschied bei deiner Projektarbeit zu machen. Präsentationstechniken sind ein eigenes Thema für sich. Wenn du dazu gern mal ein Tutorial sehen würdest, dann schreib es mir doch gern in die Kommentare. Auf die Schnelle sind hier jedoch noch 3 Sofortmaßnahmen, um deine Präsentation auf das nächste Level zu heben. Positioniert bei Gruppenpräsentationen die stärksten Redner an den Anfang und ans Ende. Verwendet interaktive Elemente wie eine Live-Demonstration oder ein Video, das euch beim Arbeiten zeigt. Googelt außerdem den Begriff Pattern Interrupt und baut 4 bis 5 solcher Elemente nach den Übergängen zwischen den einzelnen Präsentationsbausteinen ein. Zuletzt bleibt mir noch zu sagen, wenn du es bis hierhin geschafft hast, nicht wegzuklicken, dann steht deinem Erfolg nichts mehr im Weg. Denk immer daran, Originalität schlägt Konformität. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Vergiss außerdem nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst und wir dein Studium gemeinsam auf das nächste Level heben können. Jetzt viel Erfolg mit deiner Projektarbeit und bis zum nächsten Mal.